Hallo, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zum ersten Video 2018 hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Es gab ja jetzt ein paar Tage keine Videobeiträge mehr von mir hier, aber ab jetzt wird es wieder regelmäßig welche geben. Ich war bis heute so ganz im Zauber der Rauhnächte verschwunden, mache ja da immer so eine herzensorientierte Jahresplanung im Zauber der Rauhnächte, nutzt diese Energien. Es findet ja auch jedes Jahr schon seit 4 Jahren jetzt ein gleichnamiger Online-Kurs statt. Darauf war so mein Fokus auch mitgerichtet. Also ich habe mich nur auf mich konzentriert die letzten Tage und war bei den Kursteilnehmern des Online-Kurses, um da einfach diese jeden Tag mit entsprechenden Videobeiträgen zu versorgen. Und das erste Video heute, da möchte ich dich gerne mitnehmen auf eine kleine Rückschau ins Jahr 2017, um dich so ein bisschen dran teilhaben zu lassen an meinem Leben, was 2017 so an Highlights war, so ganz kurz und knapp und knackig. Und ich möchte dich auch mitnehmen auf eine kleine Reise in die Zukunft, was mich, was dich somit auch zum Teil im Jahr 2018 hier Inspirierendes erwarten wird. Zunächst mal kleiner Rückblick. Das Jahr 2017 begann für mich, wie gesagt, mit einer Rauhnachtplanung. Zunächst führte mich diese Planung dann im Februar auch nach Königstein in die Praxis zu Dr. Med. Volker Meissner. Volker Meissner hat eine privatärztliche Praxis, ist seit vielen Jahren Arzt mit einer klassischen Ausbildung, hat sich aber gleich oder recht früh auch schon in eine ganzheitliche Sichtweise da orientiert. Das heißt, er hatte auch nie eine kassenärztlich geführte Praxis. Von Anfang an hat er eigene Wege gegangen und hat eine privatärztliche Praxis gegründet. Und mit ihm durfte ich einen ganz wundervollen Kurs entwickeln, Mit Absicht gesund, der dann im April auch an den Start ging und von Anfang an auch wunderbar von vielen Teilnehmern auch angenommen wurde. Dann gab es für die Familie, für mich zum ersten Mal ein paar Tage Aufenthalt in Prag zum Entspannen, zum Relaxen. Das war auch eine wunderschöne Erfahrung. Und ich hatte überhaupt im Jahr 2017 so viele wunderbare Begegnungen, sowohl online als auch offline, mit wunderbaren Menschen, für die ich total dankbar bin, wo sich auch Zusammenarbeiten gebildet haben und die eben jetzt im Jahr 2018 auch noch am Entstehen sind. Das sind so viele, ich möchte jetzt nicht hier oder kann die gar nicht hier alle aufzählen, sonst wird das Video zu lange werden. Dann gab es am 31.06. des letzten Jahres noch so einen einschneidenden Tag für mich, denn das war so mein letzter offizieller Tag im öffentlichen Dienst. Denn nach 30 Jahren öffentlicher Dienst habe ich mich verabschiedet aus dem Angestelltenverhältnis. Die letzten 12 Jahre habe ich oder 13 Jahre waren es, die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst so nebenbei, halbe Zeit hier, halbe Zeit da geführt. Und da war einfach so der Zeitpunkt gekommen. Im September 2016 habe ich schon die Entscheidung getroffen. 7 Monate Kündigungszeit, habe gekündigt und habe so ganz offiziell am 31. Juni dann zum letzten Mal das Büro da betreten und zum letzten Mal auch verlassen. Wie ging es mir dabei? Es war eigentlich recht emotionslos. Es war, als ich gekündigt hatte, war das von mir aus mit einer Riesenfreude auch für mich selbst verbunden, dass ich endlich es geschafft habe, den Mut, die Energie auch aufzubringen und total das Vertrauen ins Universum hatte, dass das das Richtige sein wird, meinem Herzen zu folgen, wirklich nur noch die Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen und da in der Richtung ganz klar meinen Weg zu gehen, ohne Kompromisse einzugehen. Und jetzt der letzte Tag im Büro, war einfach so der letzte Tag. Ich bin da raus und habe mich natürlich gefreut, dass ich die Entscheidung getroffen hatte. Und es war auch jetzt weiter nicht mehr mit Ängsten verbunden. Ich habe so viele Signale vom Universum bekommen, dass da kein Zweifel mehr aufkam, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung. Und dann haben wir mit der ganzen Familie mal eine spannende Erfahrung erstmal gemacht. Wir waren eine Woche zum Waldbaden unterwegs. Das heißt, wir waren im Wald unterwegs, hatten einfach nur Rucksack dabei,
Schlafsack und Isomatte und da, wo wir abends einfach gerade angekommen sind, haben wir uns hingelegt, unter freiem Himmel genächtigt und waren so ein bisschen fernab tagsüber von der Zivilisation. Es war eine spannende Erfahrung, war eine sehr wohltuende Erfahrung. Für uns alle hat alles viel, viel besser funktioniert, als ich vorher da vom Denker her mir das so ausgemalt hatte. Und danach kam das Kontrastprogramm. Wir waren dann eine Woche auf Kreuzfahrt mit der Familie unterwegs. Eine wunderschöne Woche in verschiedenen Ländern unterwegs. Das ist ja dann immer so der Vorteil von einem Kreuzfahrtschiff, dass man innerhalb kurzer Zeit verschiedene Länder besuchen kann. War also auch eine wunderbare Erfahrung. Danach ging es gleich weiter. Da durfte ich mit der wunderbaren Dr. Karin Bender-Gonser in Frankfurt einen Kurs entwickeln, den wir aufgenommen haben zur holistischen Zahngesundheit. Nie wieder Zahnprobleme, lerne die Zeichen deiner Zähne deuten und heile dich selbst. Dieser Kurs ist so eingeschlagen, dass wir beide eigentlich zunächst mal gar nicht so richtig wussten, wie uns geschieht. Und dafür sind wir natürlich auch beide sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Kurs an den Start bringen konnten und dass wir so viele Menschen bis jetzt helfen konnten. Ich habe jetzt gar nicht nach den aktuellen Zahlen geguckt. Es sind etwa 500 Teilnehmer inzwischen schon in diesem Kurs. Und wie der auch nach wie vor gefragt ist, nach unseren Recherchen ist diese Variante, die holistische Zahngesundheit, in dem Bereich, in dem die Karin hier forscht, auch einzigartig im ganzen deutschsprachigen Raum. Ganzheitliche Ansätze gibt es viele, aber diese holistischen Ansätze ist nach unseren Recherchen einzigartig und das macht wohl auch diesen Erfolg von diesem Kurs aus. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir da so viele Herzen berühren konnten. Sehr, sehr dankbar bin ich auch über die wunderbare Zusammenarbeit, die sich in der Zwischenzeit mit Rudi Alexander Daniel entwickelt hat. Denn da war ich im Herbst in Dresden bei ihm einige Tage, da war auch mein Mann mit im Hinblick auf die Technik und da haben wir einen wunderbaren Online-Kurs an den Start gebracht, in dem es darum geht, den mentalen gordischen Knoten zu lösen, Glaubenssätze, Denkmuster aufzulösen. Und auch dieser Kurs ist so wunderbar angenommen worden und daraus ist jetzt auch eine weitere Zusammenarbeit entstanden, wofür ich wirklich auch sehr dankbar bin. Da erzähle ich dir gleich auch noch ein bisschen mehr dazu. Und dazwischen habe ich mir noch so einen kleinen Traum ermöglicht, was schon so lange in meinem Bewusstsein rumort hat. Da war ich nämlich eine Woche ganz alleine im Wald in einer Auszeithütte, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Medien. Ich hatte nur mich dabei und habe gefastet, habe Saftfasten gemacht und sonst überhaupt nichts, habe meditiert den ganzen Tag. Außer mit der Vermieterin, die ich dann tagsüber mal so gesehen habe, wenn ich dann durch die Wälder gestreift bin und an ihrem Haus vorbei bin, mal einen kurzen Talk gehalten hatte, hatte ich keinen Kontakt zur Außenwelt, hatte auch nichts zum Hören und Lesen dabei, also ich habe mich wirklich mit mir selbst nur beschäftigt. Das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Und ja, die ich auch nicht missen möchte, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich da den Mut hatte, diese Erfahrung einfach zu machen. Ja, und nach dem Online-Kurs mit Rudi Alexander Daniel, da war dann eben auch schon die Zeit, sich nochmal um die Rauhnächte zu kümmern. Dann habe ich mich um den nächsten diesjährigen oder letztjährigen Rauhnacht-Online-Kurs im Zauber der Rauhnächte gekümmert und habe den neuen Kurs an den Start gebracht. Und ja, so sind wir jetzt eben schon im Januar 2018 angelangt. Das war so ein bisschen mein kleiner Rückblick dazu. Was steht nun im Januar an? Da möchte ich dich jetzt so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Zum einen wird hinter den Kulissen gerade meine Homepage neu gestaltet. Das ist inzwischen so ein Bauchladen geworden. Das möchte ich ein bisschen besser strukturieren. Also die Homepage, wie gesagt, wird bald ganz neu erscheinen. Und ich bin auch derzeit dabei, ich habe ja eben erzählt von meiner Auszeit in der Hütte im September. In dieser Zeit damals ist die Idee entstanden, ein Buch darüber zu schreiben, um dich auch zu ermutigen und dich so ein bisschen mit auf diese Reise zu nehmen. Diese spannende, abenteuerliche Reise, die ich da gemacht habe, da ist derzeit auch mein Buch
am Entstehen, das bin ich jetzt noch am Schreiben. Ich hoffe, dass das so Mitte bis Ende Februar an den Start gehen kann, voraussichtlich nicht nur als E-Book, sondern eben auch in physischer Form. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass dieses Buchprojekt jetzt auch ja, am Entstehen ist. Und es wird eine wunderbare Gruppe entstehen, die dir dann eben auch dabei helfen darf, weiter auf den Weg deines Herzens zu kommen und den auch kraftvoll zu gehen. Es wird eine kostenfreie Mitgliedschaft geben in einer Gruppe, die sich dann nennen wird Holistisch befreit leben. Das ist auch gerade am Entstehen. Da werde ich dich natürlich dann zu gegebener Zeit eben auch ja, hier auf allen verschiedenen Plattformen dann eben auch informieren. Und der nächste Start ist dann Anfang März. Nee, zuvor gibt es noch eine Jubiläumsveranstaltung zusammen mit Rudi Alexander Daniel. Unser erstes gemeinsames physisches Webinar in der Nähe von Dresden am letzten Wochenende im Februar wird stattfinden. Dieses Seminar steht ganz unter dem Tenor, das Tor zu deiner Seele öffnen. Mit Rudi Alexander Daniel. Mit ihm habe ich ja letztes Jahr diesen Online-Kurs, den inneren gordischen Knoten lösen, wo es um das Thema Denkmuster und Glaubenssätze, Blockaden aufzulösen geht, kreiert. Und da wird es jetzt eine Erweiterung geben, denn da ist die spirituelle Therapie online entstanden. Die wird Anfang März an den Start gehen, mit quasi einer Halbjahresgruppe, wo es regelmäßige Meetings und Live-Calls mit uns geben wird. Und das steht dann alles unter dem Tenor, unter dem Namen Dein Weg zu Heilung, Klarheit, Kraft und Weisheit. Also da darfst du auch gespannt sein. Dann freue ich mich riesig drauf, wenn am 22. März der Flieger ab Brüssel mich und zunächst mal meine Tochter nach Bali uns bringen wird. Da werden wir wunderbare Frauen treffen. Es wird ein Lebensfreude-Göttinnen-Retreat geben mit wunderbaren Frauen, das ich da halten werde. Meine Tochter begleitet mich, die wird nicht am Seminar teilnehmen, aber sie wird da so ja, ein paar Assistenzfunktionen wahrnehmen, was so rundum einfach an Organisatorischem noch zu tun ist, dann vor Ort einfach. Und mein Mann und mein Sohn, die werden dann, wenn das Seminar auf Bali zu Ende ist, noch nachkommen und da werden dann auch eine wunderbare gemeinsame Zeit auf Bali verbringen dürfen. Dann geht's weiter mit der holistischen Zahngesundheit, denn dieser Kurs Nie wieder Zahnprobleme, lerne die Zeichen deiner Zähne kennen und heile dich selbst, hat ja so einen riesengroßen Anklang gefunden, dass Karin und ich uns gesagt haben, da müssen wir noch mehr draus machen, da müssen wir den Teilnehmerinnen noch mehr Informationen schenken und vor allem so den Bereich des Mentaltrainings noch mit einfließen lassen. Da wird eine Online-Schule auch entstehen, die so im Frühjahr dann an den Start geht. Da darfst du auch gespannt sein. Da wird es auch monatliche Live-Calls mit Karin und mit mir geben. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, dass ich da mit Karin ja, diese wunderbare Zusammenarbeit weiterführen kann. Und wir haben da auch noch ganz, ganz tolle Pläne weiterhin, schon bis ins Jahr 2020, die jetzt aber noch nicht so spruchreif sind, aber du darfst gespannt sein, da wird noch einiges ja, auf dich zukommen an inspirierenden Möglichkeiten einfach. Im April diesen Jahres steht dann noch eine Zusammenarbeit an, wo auch ein weiterer Kurs entstehen wird, wo es in erster Linie um das Thema Gesundheit gehen wird, denn mit einem ganzheitlichen Gesundheitsberater werde ich einen Kurs entwickeln, wo dann auch das Thema Mentaltraining noch einen größeren Einfluss haben wird. Dazu dann zum entsprechenden Zeitpunkt auch ein bisschen mehr, sicherlich hier auf dem YouTube-Kanal eben. Im Juni, Juli steht dann erstmal noch mit der gesamten Familie eine Reise nach Spanien, nach Barcelona an. Wir werden uns da Barcelona und Umgebung ein wenig anschauen und von dort aus dann auch nochmal auf ein Kreuzfahrtschiff gehen und uns es da nochmal ja, ein paar Tage gut gehen lassen und einfach Urlaub machen und relaxen und die Zeit gemeinsam als Familie genießen. Wenn ich dann zurückkomme, der September, der steht dann erstmal so in der eigenen Fortbildung. Da ist mein Fokus drauf gerichtet. Da werde ich eine wunderbare Fortbildung mir selbst gönnen, im Hinblick auf meine Trainer- und Coach-Tätigkeit.
wo ja, ich sicherlich auch nochmal viele, viele Inspirationen bekomme, dahingehend, wie ich dich noch mehr, noch besser da unterstützen kann. Im Oktober freue ich mich, dass ich mit meinem Mann zusammen mal die Toskana besuchen darf. Da werde ich dich bestimmt hier über den YouTube-Kanal auch mitnehmen. Mein Mann war schon mal in der Toskana. Wir sprechen schon Jahre davon, dass wir da mal gemeinsam hin möchten. Und ja, in diesem Jahr ist es soweit. Die Idee ist entstanden letztes Jahr, als wir zusammen mit Casandens uns getroffen hatten im Rahmen der Business-Schule. In Frankfurt waren wir in der Fattoria La Viala und sind da wunderbar auf toskanische Art und Weise beköstigt worden, haben da auch einen neuen Zulieferer gefunden für unser Olivenöl und haben dann jetzt einfach ganz kurzfristig die Entscheidung getroffen, diese Firma möchten wir in der Toskana besuchen und deshalb wird uns da die Reise im Oktober dann in die Toskana führen. Ja, und wenn wir dann zurückkommen, dann geht es schon wieder so langsam los mit Vorbereitungen zu den Rauhnächten und dazwischen wird sicherlich die ein oder andere Begegnung noch stattfinden. Es sind noch ganz viele Besuche in verschiedenen Bereichen geplant. Ich werde einige Male nochmal in Frankfurt sein, ich werde einige Male in Berlin sein, ich werde in Karlsruhe unterwegs sein. Also ja, ein wunderbar geniales Jahr erwartet mich. Ich freue mich riesig drauf, aber ich freue mich auch riesig drauf, wenn ich dich hier weiter inspirieren darf, wenn ich dich weiter mit auf den Weg nehmen darf und dich so einfach auch begleiten darf auf dem Weg zu deinem Herzen. Und ja, freue mich auf die weiteren Begegnungen einfach auch mit dir hier auf dem Kanal, im Newsletter, auf Facebook oder auf weiteren Medien, auf denen ich einfach in der Zukunft dann auch noch unterwegs sein werde. Also, das war der kleine Rückblick auf das Jahr 2017 und die kleine inspirierende Vorschau auf das Jahr 2018. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Dabeisein, für dein Interesse. Wünsche dir auch nochmal ein geniales Jahr 2018. Schick dir ganz viel Licht, Liebe, Energie, Kraft und Gesundheit, eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.